Aha, was bist du? Bärenbusch. Aha. Aha. Okay. Ist ja witzig. Was bringen die denn? Naja, immerhin. Also, wenn wir mal verhungern sollten, könnten uns auch solche Bären zumindest ein wenig helfen. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ja, ist so ein bisschen wie Weihnachtsbaum schlagen hier, ne, in Minecraft. Im Übrigen, das muss ich sagen, ich habe das letzte Jahr, das erste Mal in meinem Leben, einen Weihnachtsbaum geschlagen. Also, natürlich mit der bloßen Hand ist ja logisch, ne? Nein, also, es war wirklich schön. Wir sind da hingefahren und gibt so Baumplantagen, richtig? Das ist ein Schwein, okay. Das ist dann wirklich ganz interessant, wenn man da dann ist und 1000 Leute. Ich will das mitnehmen. Ich will Kleefelder haben. Wir haben doch irgendwo die Schere. Dankeschön. Diese Sachen können wir mitnehmen. Ja, alle müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Ich weiß immer nicht, wie sich das vermehrt. Das ist Blattgarten. Ja, das war schlau. Ich wollte es mitnehmen. Brokkoli, Kohl. Ich glaube, Artischocke haben wir auch noch nicht. Man muss da natürlich die andere Maustaste drücken. Das war nicht so schlau. Na gut, na gut. Der Berg sieht da ja auch majestätisch aus, aber den kennen wir, glaube ich, schon, oder? Kennen wir den? Kennen wir den? Ich bin mir nicht so sicher, doch ich glaube, den kennen wir. Da ist eine Höhle drin wahrscheinlich. Gut, wir müssen offiziell in diese Richtung hier weiter. Ich kann da noch mal ein paar Beeren mitnehmen. Nur für den Fall, dass wir hungern. Sieht aus wie Erdbeeren und ich liebe Erdbeeren. Ja, was ich erzählen wollte und nicht gelogen ist, da haben wir dann wirklich mal so einen Baum selber geschlagen, also meine Frau und ich natürlich. Und das war eigentlich eine ganz tolle Sache. Also der Wagen sah danach zwar aus wie Sau, und ich bin so ein bisschen pingelig, was das Innenleben meines Wagens angeht. Also der kann draußen ruhig ein bisschen dreckig sein, das stört mich nicht. Das ist mir auch ein bisschen müßig, den Wagen wirklich. Ach, das sind Waldbeeren, die kann ich nicht abernten. Jedes Mal sauber zu halten, weil eigentlich kann man den nach jeder Fahrt dann waschen. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt und habe gesagt, das ist ein bisschen übertrieben. Aber innen, ja, in meinem Wagen darf halt zum Beispiel nicht gegessen oder getrunken werden. Im Regelfall. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen. Und dann auch nur Personen, wo ich weiß, also ich selber esse und trinke da drin natürlich auch nicht. Also essen schon gleich fünfmal nicht. Trinken, ja, nur wenn es nicht anders geht. Wenn es jetzt draußen natürlich schüttet wie Sau. Ja gut, dann ist es vielleicht ein bisschen bescheuert rauszugehen. Da muss man mal ein bisschen besonders aufpassen. Aber prinzipiell mag ich das überhaupt nicht und gibt es auch gar nicht. Und ja, und dann diesen Nadelbaum da abgeholt haben. Mein Gott, der Wagen sah aus wie sonst was danach. Obwohl wir extra Decken drunter gelegt haben und alles. Das war vielleicht so ein bisschen der Nachteil an der Aktion. Aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, diesen Baum zu fällen. Gibt es ja mehrere Methoden. Man könnte ihn sich mit einer Axt schlagen. Das, glaube ich, würde ich gerne auch mal machen. Das muss auch Spaß machen. Ich nehme es mal einfach mit. Ich hatte die Option, mit Kettensäge mir den absägen zu lassen. Oder aber, ich nehme mal Fichtenholz auch mit, das kann auch nicht schaden. Oder aber den halt selber zu sägen. Und muss mal gucken, wir müssen das mal so machen, glaube ich. Und ich habe mich dann zum selber sägen entschieden. Achso, das ist dumm, die da dafür zu verschwenden. Ich weiß nicht, ob wir die vermehren können. Ich habe keine Ahnung. Wir müssten da halt mal gucken. Und das hat schon echt Spaß gemacht, den Baum zu sägen und so. Und ja, war ein tolles Ereignis. Werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch wiederholen.
kann man nur empfehlen. Ist eine schöne Gemeinschaftsaktion. Und macht, wie gesagt, eine Menge, Menge Laune, wenn man dann halt auf sowas auch steht. Das muss man natürlich immer sagen. Letztendlich, wenn einer keinen Bock hat auf irgendwelche körperlichen Aktivitäten, der wird beim Baumsägen natürlich nicht seine Freude finden. Das, da braucht man kein Hellseher für sein. Das ist selbsterklärend. Letztendlich muss man sowas mögen. Und man muss... Man muss vielleicht auch einfach in diesen Situationen seinen Spaß dran haben. Ne? Das bringt nichts, dahin zu düsen und sich zu sagen, ja, ich muss es ja machen. Dann wird es keinen Spaß machen, das kann ich jetzt schon sagen. Aber, Rhabarber, wenn... Was? Walnussbaum? Ich will Walnüsse. Haben wir Walnüsse? Nein, wir haben keine Walnüsse. Kann ich... Oh je. Oh, das dauert aber. Ach, wie geil. Nein, wir haben eine Walnuss bekommen. Ist das cool. Und diese Walnuss, ich bin mir da fast ganz sicher, werden wir auch noch anderweitig verarbeiten können. Ich tu mal da alles rein. Aber ich hole mir noch eine Walnuss. Den Baum können wir hier mal stehen lassen. Den müssten wir jetzt eigentlich selber züchten können damit. Hoffe ich. Wow, das hat sich jetzt ganz schön schnell gedreht. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht abschlagen. Wir sollten sowas immer mal mitnehmen. Diese Bäume können wir dann züchten. Blattgarten. Auch das nehmen wir mal mit. Und versuchen wir zu züchten. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das klappt. So, ein bisschen Fichtenholz noch mitnehmen. Da müssten wir mal gucken, welches Holz uns besser gefällt und müssten das dann quasi anpflanzen. Ja, wir kommen jetzt in unentdeckte Regionen. Also auch das Sinn und Zweck dieser Reise definitiv. Das kann man mal sagen. Wir wollen natürlich auch neue Regionen entdecken. Oh je, ich hab's fast befürchtet, dass der so hoch ist. Ist da denn gerade noch mit rausgekommen? Harz oder so? Verliert der Baum Harz? Resin. Ich weiß nicht, was Resin ist. Könnte aber Harz sein. Die Frage ist dann, was kann man damit anstellen? Oh, es fängt hier leicht wieder an zu ruckeln. Willkommen bei Life in the Woods, beziehungsweise überhaupt Minecraft. Ja, quasi zu Halloween. Es ist ja bald Halloween, beziehungsweise nach der Aufnahme ist Halloween schon lange vorbei. Ein paar Kürbisse. Oh, ich glaube, wir haben ein Schneebiom entdeckt. Ja, sehr schön. Ist dann, glaube ich, das zweite. In der Startwelt hatten wir ja auch schon eins. Und ich weiß, dass wir Hunger haben, beziehungsweise unser Charakter Hunger hat. Das gehen wir auch gleich an. Wir schauen uns nur mal hier um. Denn das ist definitiv Neuland. Und hier soll irgendwo ein Village sein. Da ist ein Village. Da gehen wir mal hin. Und wir müssten mal so eine Liste. Ich müsste mal so eine Liste machen. Die müsste ich wahrscheinlich handschriftlich machen. Welches Dorf? Ich müsste die benennen. Dorf 1, Dorf 2 und so weiter. Ne? Oder Dorf, keine Ahnung. Irgendwas müsste uns da einfallen. Was ist das denn hier? Sieht aus wie Spinnenaugen. Vor allen Dingen, warum ist das Kies? Was die denn handeln wollen? Weil das wäre schon mal sehr interessant. Und was noch interessant ist, ist das Schlafen. Naja, um euch kümmere ich mich gleich. Der sieht aus wie der Chefkoch. Aber ich muss noch kurz warten. Ich will schlafen. Na hopp, komm, jetzt möchte ich aber. Liebes Spiel, bitte. Ja, die gehen rein, dann darf ich wohl auch schlafen. Wo ist das Bett? Da. Was haben wir denn hier? Kiwi.
Meins. Meins. Ich glaube, die habe ich. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube, die habe ich. Die können wir mitnehmen. Was habt ihr noch Tolles? Roggen habe ich definitiv. Ingwer habe ich, glaube ich, auch nicht. Also würde ich, Leute, macht euch da Gerste? Ich weiß es auch nicht. Meine Güte, können wir hier ein Bier brauen oder so? Hopfen, Gerste, Tomaten haben wir, glaube ich. Aha. Wir nehmen mal alles mit. Na, es kann nicht schaden. Aha. So, dann gehen wir hier mal schauen in den Dorf. Ja, hier ist ja schon mal gar nichts. Kollegen, wo seid ihr? Hallo. Für 8 Goldbarren. Ja, das ist schon teuer, aber sind wir ehrlich, Gold. Gott, hat ein hässliches Gesicht. Gold ist jetzt nicht so schwer. 1 Smaragd und dann bekommen wir das. Hat er noch mehr ein Angebot? Nee. Gibt es nur euch beide hier? Ah, hier sind noch welche. Für Tomaten kriegen wir hier Smaragde. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Und mit diesen Karten, ich muss sagen, mit diesen Karten weiß ich nichts anzufangen. Ich weiß nichts damit. Tue ich diese Karten hier rein und der gibt mir dann Smaragde oder muss ich 20 Smaragde geben, um diese. Ich verstehe das. Dieses Menü verstehe ich gerade nicht. Kriege ich für 5 Karten 12 Smaragde? Weil dann wäre das schon ein sehr interessantes Dorf hier. Ich nehme das mal mit. Das sieht interessant aus. Dieser Lesepult. Ja, du willst Gold haben. Schreibtisch. Ja, die Bücherregale können wir hier lassen. Obwohl, komm her. Die brauchen das nicht. Nicht so viele zumindest. So. Dann haben die noch eine kleine Leseecke. Das Fichtenholz. Alles okay. Ich nehme eure Wohnung hier nicht auseinander. Also nicht komplett. Da waren wir drin, da waren wir drin. Dann gibt es hier noch was. Da können wir ja auch noch mal kurz reinschauen. Eieieiei. So, dann machen wir den hier in Eingang. Ich glaube, hier gibt es nichts weiter. Ich glaube, hier gibt es nichts weiter. Außer den Chefkoch. Ja, was will ich mit Rindfleisch? Ganz ehrlich, was will ich mit Rindfleisch? Den Kram kann ich mir doch eigentlich selber machen, oder nicht? Das ist auch eine coole Idee hier. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Hier ist nichts drin. Was haben wir denn hier drin? Ja, Apfel können wir mal mitnehmen. Eisenstiefel können wir mitnehmen. Einen Sattel nehmen wir mit. Die Dornen. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Ich glaube nicht, dass ich Dornen brauche. Ja, wir haben eine Menge Setzlinge bekommen. Ganz ehrlich, das finde ich mega cool. Da uns das so ein bisschen die Möglichkeit gibt, da mal neue Sachen auszuprobieren. So, und ich würde sagen, wir waren lang genug in diesem Dorf. Sonst wären wir hier noch ganz Meckschugge. Und wir gehen weiter Richtung Eiswüste. Die hier gleich nebenan ist, wie man sieht. Das ist Entengrütze. Was ist das hier? Wir brauchen auch, es gibt es wohl auch im Wasser. Im Wasser soll es auch diese Dings geben. Achso, auf der Entengrütze kann man nicht gehen. Diese Biom-Geschichten, wo man wohl angeblich neue Produkte, neue Sachen finden kann, die man halt noch nicht hat.
Ich weiß aber nicht, wie die aussehen sollen. Das sind einfach nur Seerosen, würde ich sagen. Also uns fehlen natürlich noch eine ganze Menge Sachen, die wir hier brauchen, um Gerichte herzustellen. Und das sind einfach nur Seerosenblätter. Ich weiß auch leider nicht, wie das aussehen soll. Auch das ist ein Seerosenblatt. Ja gut, ich glaube, das war es auch nicht. Ja gut, ist halt so. Was übrigens ein bisschen mies ist. Oh, ich komme hier nicht raus. Oh. Also kann man auch sehr schnell sterben übrigens unter Eis. Das dauert auch recht lang, das zu durchschlagen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Haben wir Eimer dabei? Ich würde jetzt gerne mal. Die sind leider voll. Ich hätte gerne gewusst, ob man eine Kuh melken kann. Aber ja, das finden wir auch noch raus. Das werden wir auch noch rausfinden. Und ich sollte jetzt dringendst was essen. Denn ansonsten gehen wir auf den Zahnfleisch. So, dann hauen wir uns mal ordentlich was im Magen. Und weiter geht's. Ja, holzmäßig weiß ich nicht, ob wir genug haben oder nicht. Das werden wir dann irgendwann sehen. Wir laufen auf jeden. Das bezieht sich auf den. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir laufen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Hier jetzt erstmal weiter. Definitiv. Und dann müssen wir mal schauen. Und ich habe Stand heute immer noch keine Hintergrundmusik. Das ärgert mich am meisten. Aber da ich jetzt so viel voraufnehme, ich habe ein paar Titel gefunden. Ich habe mir schon einen Großteil der Bestimmungen der Hersteller durchgelesen und es sollte zumindest in den Bestimmungen, die ich habe, also man macht ja so Anfragen an die Spielehersteller und die geben einem die Erlaubnis zu Let's Playen und da sind halt ja diese Bedingungen drin. Die Einschränkungen sind da nicht so groß, wie ich befürchtet hatte und ich glaube schon, dass wir hier ja von den einen oder anderen die Musik verwenden dürfen und ja, das sollten wir wohl dann auch tun. Freie Musik, da braucht man nicht diskutieren, wird nicht drin sein. Also ich werde jetzt hier nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, so Standardmusik, die man so kennt, im Hintergrund ein bisschen laufen lassen. Also ich meine aus dem Radio oder sonst woher. Denn das bringt nur lizenzrechtliche Probleme mit sich. Da verstehe ich auch so ein bisschen. Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das wirklich. Das sieht sehr cool hier aus. Na, das hat schon was. Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das natürlich auch. Und die Leute, die Künstler wollen natürlich auch was. Schilfgras. Wollen natürlich auch was abhaben dafür. Alter. Dafür, dass sie da halt die Musik und so machen, das verstehe ich und ist für mich ja auch in Ordnung. Dennoch finde ich, ist das Urheberrecht sehr, sehr streng reglementiert und das könnte ein bisschen einfacher gestaltet werden. Ja, ist halt schwierig, muss man sagen. Zum einen natürlich die Künstler, die man absolut verstehen kann und auch sollte. Was? Was ist Voicemail? Okay, Google. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, und es wird auch langsam wieder dunkel. Wir laufen noch mal ein bisschen in diese Richtung, um das hier aufzudecken. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon bald eigentlich wieder zurück. Ja, geht's hier hoch. Ja, auf jeden Fall ist das wirklich sehr stark reglementiert, was man darf und nicht darf. Und das größte Problem ist immer, und darum bin ich vorsichtig,
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, sagt man so schön. Und ich denke mal, es wird auch so ähnlich sein. Man wird im schlimmsten Fall, wenn einer da so richtig an Karren pissen will, ich leg mich mal schlafen, wird man da echt in Schwierigkeiten kommen. Und das möchte ich nicht. Ne? Ich denke mal, das versteht ihr auch. Darum Minecraft noch immer ohne Musik. Safety first, klar, auch da bin ich vor Fehlern nicht gefeit, wenn ich irgendwas lese und es vielleicht falsch verstehe oder irgendwas überlese. Das ist mir natürlich klar. Letztendlich können immer Fehler passieren, aber ich würde schon gern versuchen, die auszuschließen. Sieht doch so bunt aus, ich wollte da mal hin. Ja, nach wie vor suche ich immer noch diese Wassergeschichte, die es geben soll. Das Wasabi. Wassersalat, das müsste es sein. Ich nehme das mal mit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das später weiß, dass ich das im Wasser anpflanzen muss. Das kann ich jetzt nicht versprechen. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, ist das dann nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht als Laie, als Außenstehender vorstellt. Man denkt, mein Gott, die anderen Let's Player machen das doch auch. Mach du das doch auch einfach. Ja, wenn das so einfach wäre. Das Problem ist natürlich, die anderen Let's Player haben vielleicht besondere Erlaubnisse sich eingeholt oder sie haben. Die Seerose kann es ja nicht sein. Oder sie haben vielleicht die Erlaubnisse anders formuliert, wie ich bekommen. Also was ich damit meine ist, dass bei denen dann halt vielleicht das schon in den Bedingungen so drin steht, dass sie es dürfen. Oder die anderen trauen sich das einfach zu machen und haben keine Erlaubnis und wurden bis jetzt nicht erwischt. So muss man das sehen. Und letztendlich ja, muss jeder überlegen, welches Risiko er eingeht. Und wie gesagt, mir ist das zu risikoreich. Ich möchte generell. Okay. Generell bin ich ein Mensch, der absolut keinen Stress möchte mit niemandem. Also ich kann mich schon zur Wehr setzen, wenn was ist. Das ist nicht das Problem. Aber ich würde immer versuchen, Stress aus dem Weg zu gehen. Warum sollte man sich stressen? Und ja. Ich denke mal, in den nächsten Folgen werden wir hier das dann mit der Musik auch geregelt haben, dass wir die dezenter dudeln lassen. Und ja, wenn man die Hersteller vielleicht dann nochmal zwischendurch immer mal erwähnt, dieses Stück kommt von, keine Ahnung, EA oder von Blizzard oder von Activision oder, oh Gott, jetzt könnte hier Codemaster, ich weiß nicht, es gibt ja tausende Hersteller, tausende und abertausende. Wenn man dann das mal erwähnt, hoffe ich, dass das dann okay ist, wenn das nicht so direkt reglementiert ist. Aber gut, genaues Wissen tue ich dann immer noch nicht. Ich wollte mal gucken, was haben wir hier? Wassersalat war das, habe ich zweimal, naja. Und ich denke mal, dieser Wassersalat wird auch das Richtige sein. Und dann nehmen wir den nämlich auch noch mit. Dann würde ich sagen, sieht das ja nicht so schlecht aus. Ja, jetzt sieht es hier aber schlecht aus. Die Frage ist, wie geht's hier weiter? Ich sehe das Ende kommen. ich habe keine Schaufel mit. Wir müssen uns hier mal hochbuddeln. So, auch wenn dieser Baumstumpf da jetzt hängt, das ist mir jetzt Latte Macchiato, das kann man aber glauben. Oh, ruckel, 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 3 Frames. Meine Güte. Also wir haben natürlich irgendwie über 17 Frames, aber das ist natürlich trotzdem nicht weltberühmt. Wie man weiß, das menschliche Auge sieht, glaube ich. Ja, 25 bis 27 Frames. Ich weiß gar nicht, 25 Frames läuft, 24 Frames. Ich bin mir nicht so sicher, aber selbst dann nimmt man das als noch unflüssig wahr und
Das hier definitiv ist gerade deutlich weniger. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen da nochmal hoch und dann sollten wir auch so langsam allmählich umkehren. Alter Verwalter. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich hoch sollte. Nee, komm. Wir gehen hier unten lang und gehen nachher um den Berg rum. Denn das ist ein bisschen krass. Das ist krass. Hallo. Ja, das Ruckeln ist eigentlich das Schlimmste, muss ich sagen. Also für mich persönlich. Aber man kann hier auch ein NASA-PC haben. Also ich habe jetzt einen PC, der ist schon. Ah, hier geht's sauber hoch. Der ist schon nicht so schlecht. Das muss man schon sagen. Er ist nicht, sicherlich nicht mehr der neueste und allerbeste. Aber definitiv ist dieser Rechner hier auch nicht schlecht. Das kann man nämlich so auch nicht sagen. Und das nehmen wir doch auch mal mit, oder? Die ganzen Gardens, wir müssen das mal mitnehmen. Wir müssen hoffen, dass die sich irgendwie fortpflanzen oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss da auch mal gucken. Denn das macht schon Sinn, wenn wir hier nicht wegen jedem kleinen Garten irgendwo quer rumlaufen müssen. Sollte mal was abhanden kommen, können wir es da rausziehen. Ja, das hat ja hier funktioniert. Oh, nee, Leute. Oh. Vor allen Dingen, mach schön die Skalf kaputt. Oh, manchmal ist das ein bisschen kompliziert alles. Hä? Warum hat denn der sich aufgelöst? Baumwolle ist rausgekommen. Na, ganz toll. Aus irgendeinem Grund hat sich der Garten aufgelöst. Und da unten war noch einer, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Gut. Dann können wir auch zurück. Was ist das? Das sind wieder Beeren. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um noch und dann drehen wir auch gleich um. Ja, auf jeden Fall ist das mit der Reglementierung der Musik halt nicht so einfach. Nur um das mal. Ja, um so ein bisschen Verständnis ja, zu bekommen, hört sich jetzt falsch an, aber damit ihr es versteht, so muss es richtig heißen, damit ihr versteht, was das Problem ist. Und schönes Tal hier eigentlich. Aber ich glaube, wir sind schon sehr weit weg. Ich glaube, wir sind schon sehr weit weg. Hier ist unser Zuhause, wobei das eigentlich noch gar nicht so weit ist. Wir werden später noch weiter reisen, das kann man sagen. Also das ist noch Pillepalle, was wir jetzt gemacht haben. Wir können mal hierhin alles zurücklaufen und dadurch noch ein bisschen erkunden. Ja, und so ist das dann halt, ne, mit der Musik. Und komme ich halt immer wieder drauf zurück, ne, immer wieder Salz in die Wunde. Und das ist halt das Problem. Und es gibt es kaum bis gar keine freie Musik, die man so verwenden kann. Ja, die Kuh geht da mal baden. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man dann letztlich. Ich will hier mal runterschwimmen. Ganz ehrlich, hier komm. Ui, ui. Ah, das ist cool gemacht eigentlich. Sehr schön, das sieht richtig schön aus. So ein richtig schöner Wasserfall ist das. Und wir haben übrigens jetzt schon über 100 Folgen. 100 Folgen Minecraft. Das müsste jetzt die 100. sein, wenn ich mich. Wir sind irgendwo mitten in der 100. wahrscheinlich jetzt gerade. Oder sie fängt jetzt hier nach gerade an. Ich kann es nicht sagen. Ja, ich habe damals ziemlich selbstsicher einfach nur 0001 die erste Folge genannt. Also, wir wollen in den Tausenderbereich rein. Ja, aber ganz ehrlich, dass das so klappen wird an Stück mit 100 Folgen, hätte ich nicht gedacht. Das muss ich sagen, das sieht ziemlich cool aus, so richtige Steingedönse hier. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. Und da hätte ich schon gedacht, dass da einige Folgen mal aussetzen und so. Aber das sind ja 100 Folgen an Stück, 100 Tage an Stück Minecraft auf diesem Kanal. Und ja, das fand ich dann schon ein bisschen beeindruckend und das Ziel war es, was Dauerhaftes zu haben mit Minecraft. Darum habe ich Minecraft angefangen.
Das sollte jetzt nichts Halbherziges hier werden. Das sieht richtig schön aus, die Steinerliche hier, ne? So ein Steintal oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Müssen wir mal gucken, ob wir das markieren. Ja, da ist das, immer das, na, das ist noch so, das muss man sich noch abgewöhnen. Das ist auf jeden Fall was ich so am Anfang nicht gedacht hätte, dass das so reibungslos klappt mit den 100 Folgen. Und aus genau diesem Grund habe ich mir dann auch gesagt, hey, Xelron, du musst ein bisschen voraufnehmen. Du möchtest halt, dass das reibungslos weiterläuft. Jetzt hat mein Ohr gejuckt. Und ja, das ist der Grund, warum wir jetzt 3, 4 Wochen voraus haben. Da ist Lava. Da wäre noch ein Garten, aber den brauche ich nicht. Ganz ehrlich, wir ziehen zurück. Wir ziehen zurück. Aua. Zurückziehen. Ab zum Basispunkt. Nee, wir gehen zurück. Ich denke mal, wir haben hier eine Menge erkundet, eine Menge gesehen. Wir haben hier Lava entdeckt. Wunderbar. 7 Kinder, kein Papa. Ich wusste genau, dass ich auf diese dumme Kante knalle. Ich wusste es, wie ich gesprungen bin. Da war mir das sofort klar. Ja, und das ist hier gar nicht so schlecht hier. Es gefällt mir. Es ist ein bisschen verwinkelt, aber es hat auch was für sich. Ich glaube, wir können auch schlafen gehen. Ja, und das ist auf jeden Fall schön hier zu sehen. Nein, das wollte ich nicht sagen. Auf jeden Fall auch das eine gerne eine Sache, die man. Was bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es mal mit. Bett. Ja, eine Sache, die ich so, wie gesagt, mir nicht am Anfang vorstellen konnte und wollte oder doch wollte, vielleicht schon, konnte nicht. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schon sehr interessant, wie lange man ein Spiel an Stück spielen kann. Wobei man auch sagen muss, es wird nicht viele Spiele geben, die so langwierig sind wie Minecraft. Weil bei Minecraft ist halt die Kreativität so ein bisschen im Vordergrund und ja, man kann sich da austoben und es dauert vor allen Dingen auch, bis man was hat. Also ich meine, so ein Haus baut sich nicht von alleine. Klar kann ich ein Haus, Holz, zock, 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 fertig. Das mag vielleicht funktionieren. Die war reif. Sehr schön. Sehr schön. Immer mitnehmen, was wir kriegen. Rosen haben wir, glaube ich, schon so viele. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich lasse die da jetzt mal liegen. Und ja, der Vorteil von Minecraft ist wirklich dieser kreative Teil. Ne? Also wer kreativ ist, kann sich in Minecraft schon austoben. Und ja, wer nicht gleich alles überstürzt und zack, 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 hier habe ich 5 Häuser fertig, ist in Minecraft. Wer nicht so spielt, der kann da auch sicherlich ein Langzeit-Let's Play von machen. Klar, die Spieler, die so hektisch sind oder immer nur alles zusammenschneiden, da sind seine Daseinsberechtigung definitiv. Es gibt Leute, die es gucken. Manchmal ist es auch interessant zu sehen, wie sowas so schnell geschaffen wird. Aber da fällt es dann natürlich schwer, was Längerfristiges draus zu machen. Ich schaue mal auf den Atlas. Ja, eigentlich müssten wir jetzt gen dahin. Und das machen wir jetzt auch. Und nein, wir schwimmen nicht den ganzen Weg. Wir gehen hier lang. Ich glaube, ich kann hier auch gehen. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ja, habt ihr ja alles gehört. So ist das dann, ne? Und nicht anders. Was ist das hier für ein Zeug? Was? Was ist Lieschen?